Ja, als ich vom Metallfarmen wiederkam und das Metall hier reingetragen habe, kam hier ein Baryonyx. Der muss hier gespawnt sein und ja. Petri und Argentavis sind nur fast gestorben dabei. Jetzt bin ich nebensächlich dabei, die Base zu verteidigen. Mit Spike Walls. Und ich baue das Haus auch größer. Ja, ich war schon fast fertig. Und dann ist das Spiel gestern abgestürzt. Und hat mich an dem Punkt gesetzt, wo die Tiere ja kurz davor gestorben waren. Also. GG, würde ich sagen. Lol, ich hatte gerade 40 FPS. Krass. Ja. Dementsprechend gucken wir heute mal, was wir so machen. Ich muss natürlich Tiere zähmen. Wir wollen in den Redwood ziehen. Ohne Tiere brauche ich da nicht hinkommen, ne? Auch nicht mit diesem Argentavis. Da brauche ich was High-Leveliges. Oder ein paar gute Drops. Nicht so was wie das hier. Ich nehme das trotzdem mal mit. Ja, ich brauche einen neuen Para, ne? Wie ist es eigentlich, wenn ich die Mutter zähme? Ist das Jungtier dann automatisch meins? Also kann ich das dann automatisch claimen? Mittlerweile glaube ich auch, dadurch, dass wir auf schwer spielen, kann ich das Wiki vergessen, weil irgendwie braucht alles länger. Oh, guck mal, wie süß es noch da steht. Ja, komm, wir zähmen die Mama schnell. Dann würde ich sagen, ich baue das Haus, weil ich muss auch zwischendurch darauf achten, dass ich regelmäßig speichere, weil, ja. Wie gesagt, das ist gestern abgestürzt, nachdem ich das Haus so gut wie fertig hatte. Und eben ist es abgestürzt, auch, ja, nach ein paar Minuten. Ich habe aber auch ein bisschen an den Grafikeinstellungen rumgespielt gehabt. Vielleicht hat der PC das nicht ganz so gut verkraftet. Ja. Ich habe mich auf jeden Fall schon mal schlau gemacht. Was so eine, ja, 40, 60 könnte ich mir vielleicht sogar leisten. Mal gucken, ob ich da irgendwie demnächst mal zuschlage. Hey Baby, bleib hier. Du darfst jetzt nicht weglaufen. Ich muss mit dir was testen. Ich meine, wenn die Mama, ne? Bist du ein Männchen? Kann ich das sehen? Männliche? Oh. Ich hab gehört, wir züchten bald. Ja, ich habe jetzt auch ein paar Betäubungsdarts, ja, noch nicht viele, aber schon einige. Ich weiß gar nicht, ob wir die im letzten Stream schon gemacht haben. So, ich habe die Mama und kann das Baby claimen. Sehr schön. Dann folgt mir mal, ihr beiden. Ich habe sie nicht barbarisch getrennt, ich habe sie beide in ein besseres Leben gebracht. Hoffe ich. Wenn nicht wieder ein Baryonyx kommt. Oh, das Baby ist ein bisschen langsamer. Dann ist auch wieder ein Drop. Ja, viel ändern am Haus, ne? Ich werde das um einen verbreitern und halt gucken, dass ich eine Etage oben drauf mache, also um zwei erhöhen. Auch platzbedingt, weil ich denke, wir werden hier doch noch ein bisschen länger verbringen, so wie das aktuell ist.
und ich dann halt irgendwo auch Fabricator und Co. unterbringen muss, ne? Also wenn wir hier länger bleiben, sollten Fabricator schon vorhanden sein. Dementsprechend, ja. Müssen wir mal schauen. So, okay. Denk mal irgendwie, die Schuhe hier, die kann ich eigentlich auch wegschmeißen. Wird nämlich langsam auch wieder eng in den Schränken. Boah. Aber auch das wieder, ne? Platz vergrößern im Haus, damit ich mehr unterbringen kann. Ich muss jetzt bloß gucken. Ja, ein bisschen Metall brutzelt hier noch. Noch Fuel für 12 Minuten. Das ist nicht viel. Blauer Drop. Wo ist der? Ne, der ist auch hinterm Redwood, ne? Aber den da. Oh, da hinten ist ein gelber. Da fliege ich hin. Scheiß mal gerade drauf. Auf das Bauen. Okay, wenn ich auf dem Vogel sitze, kann ich nicht das, kommt der gerade oder ist der schon unten? Der gelbe kommt da gerade, da habe ich Zeit für, denn ist da ein blauer? Ich glaube, der kommt auch gerade erst da oben raus, ne? Ja doch, da ist so ein Lichtkegel. Dann würde ich erst zu dem blauen fliegen, von denen zu dem blauen, dann zum gelben, zurück hierher zum grünen. Und? Vor allen Dingen sollte ich gleich speichern, wenn ich irgendwo gelandet bin, ne? Weil wenn ich jetzt einen Absturz habe und wieder reingehe, dann falle ich. Das wäre arschlos. Oh. I have always tried to maintain a strict neutrality when it comes to then again, I have never had an offer this tempting from someone as respectable as Mr. Nava. Not only has he offered to provide me with test subjects, but he has also expressed a mutual interest in investigating the obelisks. All he asks from me is that I provide him with reliable counsel. I would trust few tribes to be able to make good on such promises, but Mr. Nava's new legion is perhaps the most powerful tribe on the island. Indeed. If they maintain their current trajectory, they may be the only powerful tribe on the island. His offer is worth considering, at the very least. Scheiße, ich wollte nicht trinken, ich wollte essen. Boah, ich hoffe, das lohnt sich jetzt, ne? Also zumindest der gelbe. Ich meine, die anderen, blau, ja, bis jetzt war immer was Gutes drin. Aber gelb könnte halt richtig krass sein, ne? Ja, wobei, mittlerweile sind die alle krass. Also, kannst überall geilen Stuff drin haben. Ach, da ist der, ich wollte gerade sagen, ist der schon wieder in den... Aber der scheint so ein... bisschen zu buggen. Okay, Kristall reduzierte. Oh, Ballisten. Die Speerbolzen. Den Fisch und die Hose, das kannst du sonst wohin stecken. Hast du einen höheren Nahkampfschaden und schnelle Ausdauer? Ja, ich schlürf das einfach mal weg. Dadurch, dass wir halt mittlerweile die Rezepte im Kochtopf haben, ist das jetzt, und du findest es halt ewig und dreimal, ne? Also, die Drops sind irgendwie wie, Event-Drops im Halloween- und Weihnachts-Event. Passenderweise haben wir kein Halloween-Event dieses Jahr. Das erste Event in Asa wird ja das Winter Wonderland.
Und ich bin immer noch dafür, ich weiß nicht, ob das jetzt mit Unreal Engine 5 vielleicht auch cool wäre. Bringt zu diesem Winter Wonderland Event einfach die ganze Insel in Schnee. So wie es im ersten Winter Event war. Oh fuck, ich sollte den vielleicht doch mal als nächstes ein bisschen Ausdauer geskillt kriegen, ne? Oh ja, ich weiß, wo ich bin. Diesen Strand kennen wir nur zu gut. Guck mal, das hier war doch der Stein, wo mein Lootbag lag und dann doch nicht mehr nach dem Absturz. Wo das alles zurückgesetzt war. So. Ich nehme es einfach erstmal wieder mit. Terrorbird-Sattel, Diplodocus-Sattel, Eingabetastatur, Lazarus-Suppe und Handcuffs. Mein Fernglas ist in irgendeiner... Nee, da. Oh Gott, da. In der 10. Stimmt, das war so ein High-Level-Arsch. Den holen wir uns noch. Und dann fliege ich da mal so ein bisschen zurück. Vielleicht sehe ich da ein paar Biberdämme. Da können wir da noch ein bisschen Holz oder Zement mitnehmen, ne? Holz wird vielleicht vom Gewicht her ein bisschen schwer, aber Zement. Sollte man mitbekommen. Der schon da? Nee, der kommt auch erst, ne? Ah, da ist der. Ich muss irgendwie gucken, dass ich noch ein paar Tiere töte mit dem Agent Harvest jetzt, ne? Um 2-3 Level zu bekommen. Erstmal den. Ich weiß nicht, die Schildkröten. 75. 20. Ah, ich habe wieder vergessen, die Schadenszahlen anzumachen. Muss ich gleich mal gucken. Ob ich das jetzt im Hauptmenü machen muss oder ob ich das hier mache. Ich würde nämlich schon gern wissen, wie viel Schaden ich denen mache. Ja, okay, die bluten beide schon, ne? 20er ist gleich tot. Oder auch nie. Oh, da hinten ist ein Spino, scheiße. Wieso ist der eigentlich so weit im Wald?
20er ist tot. Und ich habe zumindest ein Level. Ordentlich tanky, ne? Ach, jetzt, sie läuft weg. Jetzt ist sie tot. Ist der Drop mittlerweile unten? Glaub. Ich wollte noch gucken, was Bino da für ein Level hatte, ne? Da hinten. 90. Junge, warum sind die so krass? Pelzschuhe. Nehme ich. Also ins Schneegebiet können wir auf jeden Fall schon. Wir haben eine Hose, wir haben die Schuhe und ein Blueprint für irgendwas hatte ich. War das der Helm oder auch Schuhe? Insektenschutzmittel. Richtig und wichtig. Okay. Was noch ein Spino? Level 10. Ob ich den down kriege mit dem Vogel? Glaub nicht. Auch wenn der bloß irgendwie 1000 Leben oder so hat. Nein, nein, nein. Hier. Dumme Sau. Wohin? Ja! Die Rache! Oh, da läuft ein Babypara. Da hinten ist ein Kano, ne? Nee, ein Iguanodon. Drüben ist ein Allosaurus-Pack. Rodons. Böse. Rizinor, auch so nervig zu tamen. Alpha-Raptor. Jo, ich bin dann weg. Ja, für so ein Terizino oder so, ne, müsste ich vielleicht eine Zehnfalle bauen. Warte mal, der Para wehrt sich? Ach, weil das Baby angegriffen wurde oder was? Helft dir. Nee, ich wollte eigentlich hier den Raptor. Kann dir nicht helfen. Tut mir leid. Keine Stamina mehr. Oh, das arme Baby. Babys halten voll viel aus, ne?
habe euch gerecht. Jetzt will ich mal gucken, ob hier Biberdämme sind. Weil normalerweise spawnen die ja hier. Oh ja. Oh ja. Einer. Und Biber. Weiß gar nicht, haben die angegriffen, sobald man reinguckt, oder? Holz mitzunehmen war nicht so geil. Zack, 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 zack. Ja, ein bisschen was passt noch rein in den, ne? Und der Biber noch? Und habe ich hier noch was in der Base, ne? Hier ist ja auch noch eine kleine Base. Dann fliege ich darüber wieder zurück, ne? Moin, was geht? Nö, nicht wirklich. Baue mein Haus gerade ein bisschen um, habe ein paar Drops eingesammelt. Und habe beim Offline-Farmen alle Tiere verloren, außer Petri und Argentavis. Was drin? Oh, eine Barrikade. Die muss ich mitnehmen. Ja, dann lasse ich lieber den Stack Holz hier. Gelb geboostete. Den würde ich schon eher anpeilen, ne? Erst. Eigentlich wollte ich jetzt gerade gucken, wo der Eingang zur Upper South Cave ist. Ne? Aber den können wir ja auch später. Also der gelbe da, der interessiert mich schon. Lande hier nochmal, um Stamina zu recken. Und dann vielleicht in einem Husch dahin fliegen zu können. Nicht mit 46 Schuss. Nur mal während wir Stamina regen. Hoffen wir, da passiert jetzt nichts. Argentavis. Ich guck mal kurz ins Ark-Wiki. Ich weiß halt nicht, ob das alte Ark-Wiki jetzt für das neue auch zählt. Argentavis, Level 150 würde 27 von den Dartshots brauchen. Okay. Plus, minus könnte das vielleicht klappen mit dem, was ich habe, ne? Wenn ich ein High-Level Argentavis will. Gehen wir mal von 150 aus. Für einen Rex würde ich für einen 150er brauchen 70. Für einen 120er 58. Einen 90er würde ich hinkriegen, eventuell. Sogar eher nur einen 60er, ne? Falls daneben schießt oder. Okay, also Rex, High Level eher nicht. Ne? Vielleicht so um die Level 50. Argentavis könnte man schaffen. Mit dem, was ich habe. 46. Ist auf dem Vulkan, ne? Nee. Da vorne.
Mal kurz ein bisschen nach hier. Ich sehe jetzt auf den ersten Blick nichts Böses, ne? Muss halt aber auch davon ausgehen. Wir haben Handschuhe. Und wir haben eine Scuba-Hose. Dass in den Bäumen Tylas sitzen, ne? Das ist, lila Armbrust, 189, was hat meine? 144. Wir haben einen weiteren Tank. Nice. Und eine Hose. Nee, das ist kein Cheaten. Die sind halt jetzt so, die Loot Drops. Also ich habe die auf, ich habe die zwar hochgestellt gehabt, und dachte, daran lag's, dann habe ich die wieder runtergestellt auf normal und da ist trotzdem sowas drin. Und das war ja nun mal ein Gelber. Gelb ist ja sowieso immer krass. Aber du hast ja selbst in weißen Drops so hellblaue Sachen drin. Nee, der war gelb mit geboostet. Die haben so einen roten Ring um sich, die sind dann geboostet, die sind dann nochmal besser. War also schon ein sehr guter Drop. So. Dann. Ich guck mal kurz da vorne. Da müssten auch Biberdämme sein. Kriege ich vielleicht noch ein paar Perlen. Ansonsten könnte ich eventuell im Schneegebiet mal fix nach Perlen tauchen. Je nachdem, wie lange ich im Wasser überleben kann, wenn ich nass bin. Haben die da für ein Level? 25. Oh, einzeln könnte ich die wegmachen, ne? Zusammen vielleicht nicht so. Ich dachte gerade, da wollte mich was angreifen. Hm. Was ich jetzt gerne sehen würde, wäre ein gutes Megatherium, ne? Männliches, mindestens. Das würde ich sogar versuchen, irgendwie zu zähmen. Hier nämlich ein guter Schritt in Richtung Brutmutter. Da hinten ist ein Biberdamm. Und da auch. Da sind aber gleich Biber. Hier nicht so. Ich wollte eigentlich das Holz noch wegschmeißen, damit er despawnt. Na gut, die Blumen. Lass ich mal hier. Weiß jetzt auch nicht, wie lange die...